Ich wollte es nicht tun, aber ich musste es. Ich war die ganze Nacht wie erstarrt und konnte mich nicht bewegen. Vor lauter Angst und Schrecken wusste ich nicht, was los ist. Die Tür öffnete sich langsam und Warren Jeffs kam leise, ohne ein Wort zu sagen, herein. Er führte mich den Flur entlang ins Badezimmer. Dann sagte er zu mir: Es ist Gottes Wille und Werk, und was geschieht, bleibt zwischen mir, dir und Gott. Salt Lake City, Hauptsitz der Mormonen und der Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kurz FLDS, Fundamentalistische Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Diese Sekte spaltete sich von den Mormonen ab, um weiterhin die Polygamie betreiben zu können. Ich wuchs in einer FLDS-Gemeinde auf. Mein Vater hatte 3 Frauen und insgesamt 20 Kinder. Eine ziemlich verrückte Lebensweise, aber da ich damit aufwuchs, war sie für mich normal. Mein Großvater war der Prophet der Kirche. Der Prophet Drulan Jeffs übt die totale Kontrolle über seine Anhänger aus. Er behauptet, dass Gott durch ihn spreche. Der Prophet galt in der FLDS-Gemeinde als Sprachrohr Gottes. Alles, was er sagte und tat, drückte Gottes Willen aus. Rulon Jeffs schottet seine Familie auf dem Grundstück hermetisch ab. Mein Großvater hatte eine riesige Betonmauer um das ganze Grundstück gezogen, auf dem sein Haus, die Schule und die Häuser meines Vaters und seiner beiden Brüder standen, um uns von der Außenwelt zu isolieren. Mit Drohungen werden die Auserwählten der Sekte diszipliniert. Wir mussten vor allem totalen Gehorsam und Hingabe lernen. Zeigte man die nicht oder folgte man nicht allen Anordnungen, wurde man im schlimmsten Fall zum Abtrünnigen und Feind der Kirche erklärt, der am Ende in der Hölle schmorte. Nur das wurde uns beigebracht. Durch diese Gehirnwäsche glaubten wir, dass dies das wahre Leben sei. Es gab nur schwarz oder weiß. Entweder man lebte so oder man lebte gar nicht. Die FLDS ist eine Sekte, weil sie einem Menschen die Selbstbestimmung über sein Leben nimmt und seinen freien Willen. Als Rulon Jeffs erkrankt, übernimmt sein Sohn Warren die Führung der Sekte. Brans Onkel Warren leitet nun auch die Sonntagsgottesdienste. Im Himmel haben die Männer nicht nur eine Frau. Wenn sie verheiratet sind, dann haben sie viele Frauen. Auf diese Weise werden Männer zu Göttern und ihre Frauen werden zu himmlischen Müttern. Während des Gottesdienstes spielen die Kinder im Keller. Als ich dort mit den Kindern spielte, war alles wie immer. Nichts war ungewöhnlich. Dann öffnete sich langsam die Tür und Warren Jeffs kam leise, ohne ein Wort zu sagen, herein. Er nahm meine Hand und führte mich leise den Flur entlang ins Badezimmer. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Im Bad schloss er die Tür leise hinter uns. Und er sprach zu mir in einer Weise, die ich als 5- oder 6-jähriger Junge nicht verstand. Er sagte: Es ist Gottes Wille und Werk. Und was geschieht, bleibt zwischen mir, dir und Gott. Wenn du irgendjemandem irgendetwas erzählst, verstößt du Gott und wirst in der Hölle brennen. Mein Herz stand still.
In Sacramento wird eine christliche Sekte mit Namen Free Love Ministries, Dienste der freien Liebe, gegründet. Mora und ihr Mann Steve treten mit ihrer 12-jährigen Tochter Rebecca der Gruppe bei. Meine Mutter war immer eine Suchende. Sie wollte immer die Wahrheit wissen. Ihre Persönlichkeit ist derart, dass sie immer mehr wissen möchte. Ich wollte immer wissen, was das Leben antreibt. Warum sind wir hier? Was ist unser Daseinszweck? Was ist mein Daseinszweck? Wir zogen nach Sacramento, weil Gott uns gerufen hatte und wir ihm folgen mussten. Jim und Lila Green führen die Sekte. Die Greens hatten ein Grundstück, das wir alle bezogen. Wenn man zur Sekte gehören wollte, musste man auf das Grundstück ziehen, auf dem drei Häuser standen. Das Hauptthema der Predigten von Jim und Lila war immer der Krieg. Und zwar der spirituelle Krieg, gut gegen böse. Lila sagte, dass Gott ihnen befohlen hatte, eine Armee aufzustellen. Gott wollte auch, dass wir Uniformen tragen, also kauften sie Khaki-Röcke und Hemden. Gott will den Krieg. Der Krieg ist von Gott. Wenn man sagt, das sei entsetzlich militant, Gott ist ein militanter Gott. Beim gemeinsamen Gebet sagte Jim, der Herr habe befohlen, dass wir Dienstränge haben müssten und dass Gott ihn zum General bestimmt hätte. Sie hat die Gabe der Prophetie. Wir Evangelisten können nur auslegen, was Gott unserer Meinung nach sagt. Das letzte Urteil im Leben eines jeden liegt in Gottes Hand. Wir glaubten, Gottes Endzeitarmee zu sein, die die wichtige Aufgabe hätte, den Menschen zu sagen, dass sie bereuen müssten, weil sie schlecht sind. Um Novizen von Gottes Armee zu überzeugen, nutzt die Sekte das sogenannte Liebesbombardement. Wenn neue Mitglieder in die Gruppe kamen, taten alle so, als seien sie glücklich. Alles ist toll, alle sind ihnen zugewandt, alle lächeln sich an. Wenn sie dann später etablierte Mitglieder waren, änderte sich die Lage. Die Greens wurden fordernder und stellten die Glaubensfestigkeit der Leute auf die Probe. Uns wurde gesagt, wenn ihr geht, wird Gottes Zorn euch doppelt treffen. Alle Zweifel und alle eigenen Gedanken wurden uns ausgetrieben. Alle denken, du bist dieses oder jenes. Wen interessiert, was alle denken? Uns sollte interessieren, was Gott, der Allmächtige, denkt. Er will nicht, dass Frauen die Huren aussehen und ihre Hintern allen Männern zeigen. Und das auch noch für spirituell halten. Natürlich hatte ich Zweifel. Jeder, der klar bei Verstand ist, zweifelt. Aber ich hatte Angst vor diesen Zweifeln, weil mir gesagt wurde, dass Zweifel des Teufels sind. Man ist dabei oder man ist außen vor. Das war die Botschaft, die die Greens allen vermittelt haben. Man ist hundertprozentig dabei oder man ist außen vor. Die Greens benutzen Isolation als Instrument zur Gehirnwäsche. Mein Leben spielte sich drinnen ab. Ich hatte keine Außenkontakte und konnte niemanden anrufen, der nicht zur Gruppe gehörte. Ich hatte keine Beziehungen nach außen. Ich war von allen abgeschnitten. Ich kannte nur die Gruppe. Wir durften nicht mit unseren Familien sprechen, nicht Fernsehen, nicht Radio hören, nicht Zeitung lesen. Sie hatten uns total unter Kontrolle. Dies ist die Stunde, in der die Wahrheit die Hölle aus uns herausbrennt. Mit Gott spielt man nicht. Lila zeigte auf Steve und sagte, in dir ist der Dämon der Rebellion. Steve guckte sie fragend an. Wirklich? Sie ging zu ihm, legte ihm die Hand auf den Kopf und sagte, im Namen Jesu Christi treibe ich den Dämon der Rebellion aus. Mein Mann wand sich daraufhin auf dem Boden wie eine Schlange. Sie hatte Unrecht. Mein Mann stand hundertprozentig hinter ihnen. Er wurde zu ihrem besten Gefolgsmann.
Er begann zu winseln, zu weinen, zu fluchen und um sich zu treten. Ich erinnere mich, dass ich damals als Kind seinen Arm festhalten musste. Die anderen Kinder halfen mit, ihn während der Teufelsaustreibung niederzuhalten. Der Prophet der Mormonensekte FLDS steht allein mit seinem 5-jährigen Neffen im Badezimmer im Keller. Während Warren begann, meine Hosen herunterzuziehen und mich aufforderte, mich hinzuknien, stellte ich keine Fragen. Er zog seine Hosen auch aus. Dann vergewaltigte er mich. Mir war so, als würde mir jemand mit einem Messer in den Leib stechen. Es waren die furchtbarsten Schmerzen der Welt. Gott hasst mich, er will nichts mit mir zu tun haben und wirft mich auf den Müll. So fühlte ich mich als 5-jähriger Junge. Alles war mir völlig unverständlich und unbegreiflich. Nach dem schrecklichen Ereignis nahm er mich an die Hand und brachte mich wieder in den Raum, wo die anderen Kinder spielten. Ich ging rein und setzte mich hin und konnte dieses furchtbare Erlebnis nicht verstehen. Als ich nach diesem Vorfall wieder im Raum mit den Kindern war, saß ich nur schmerzerfüllt und zitternd da. Ich sagte nichts und behielt es für mich. Ich wollte am liebsten zu Mama und Papa laufen, besonders zu Mama. Aber ich konnte nicht. Ich hatte eine überwältigende Angst in mir, die alles beherrschte. Ich hatte Angst vor Gott, dass ich in die Hölle käme. Ich schämte mich so sehr, dass ich nicht einmal daran dachte, mit meinen Brüdern darüber zu sprechen. Die Furcht, dass Warren Jeffs wieder zu mir käme, quälte mich jeden Tag. Wenn er in der Nähe war, fühlte ich mich nicht sicher, sondern total schutzlos. Warren Jeffs tat mir oft während der Sonntagsgottesdienste Gewalt an. Es passierte immer wieder. Alle Eltern vertrauten diesem mächtigen Mann, der eine Schule mit vielen Kindern leitete. Doch hinter verschlossenen Türen war er ein Raubtier, das die Kinder vergewaltigte. Und niemand wusste etwas davon. Die Sekte benennt sich um in Trainingskorps für aggressive christliche Mission. Wir waren die Armee Gottes. Soldaten, die wachsam gegenüber allen Gefühlen waren. Ihr meint, ihr könnt das verachten, womit Gott euch zu eurem Schutz bekleidet hat, weil ihr so einfältig und dumm seid. Die Greens waren groß darin, Dämonen auszutreiben. Dazu legten sie einem die Hand auf den Kopf und forderten den Dämon im Namen Jesu Christi auf, herauszukommen. Ich erinnere mich, dass ich nichts fühlte, als sie es das erste Mal bei mir machten. Ich saß da und Lila schrie mir aus voller Kehle betend ins Ohr. Meine Ohren klingelten und ihre schweißnasse Hand lag auf meiner Stirn. Sie warf meinen Kopf hin und her, als wollte sie den Teufel herausschütteln. Die Greens manipulierten ihre Anhänger mit Schlafentzug. Wir mussten morgens um 5 Uhr antreten und eine Stunde lang beten und Bibellesungen anhören, bevor es zur Arbeit ging. Mitten in der Nacht mussten wir aufstehen und eine Stunde beten. Das nannten sie Wachdienst. Man fragt nicht, man macht es, egal wie erschöpft man ist. Ganz gleich, wie groß der Schlafmangel war, man durfte nicht außer der Reihe schlafen. Schlafentzug ist eine Art Gehirnwäsche. Denn dadurch ist man zu müde, um zu denken. Rebecca und Maura arbeiten von früh bis spät im Bilderrahmengeschäft der Greens. Damit verdienten die Greens ihr Geld und wir konnten überleben.
Wir mussten Miete zahlen, 10% des Gehalts abgeben und Lebensmittel kaufen, sodass die Greens das meiste des von ihnen gezahlten Lohnes zurückbekamen. Uns wurde vorgeschrieben, wann wir aufzustehen und was wir zu essen hatten. Wir lebten, aßen und arbeiteten zusammen. Es gab kein Fernsehen. Alle kleinen Vergnügungen des Lebens waren uns verboten. Dadurch sollten wir Gott näher kommen und frommer und soldatischer werden. Ich dachte nie daran, wegzugehen oder gar zu flüchten. Denn ich hatte Angst, dass ich, wenn ich das tue, in die Hölle komme. Uns wurde eingetrichtert, nicht selbst zu denken und jeden Gedanken an etwas, das den Greens missfallen könnte, beiseite zu schieben. Wenn man schließlich nicht mehr selbst denken kann, ist es leicht, einen zu beherrschen und unter Druck zu setzen. Mit subtiler Gehirnwäsche und durch das Brechen ihres Willens bekommt man Menschen so weit, dass sie bei allem blindlings gehorchen. Der Führer der Mormonensekte, Warren Jeffs, hat über 60 Frauen. Ihr dürft nie den Gedanken zulassen, dass eure Ehemänner euch untreu sind, wenn sie mit anderen Frauen zusammenleben oder ihre Zeit mit anderen verbringen. Wenn sie das tun, dann haben sie ein Recht dazu, das ihr nicht in Frage stellen dürft. Warren Jeffs regiert mit harter Hand. Jungen dürfen Mädchen nicht zu nahe kommen. Jungen müssen Mädchen und Mädchen müssen Jungen in Ruhe lassen. Es ist Sünde, auch nur über Freundinnen oder Freunde zu sprechen. Die jungen Männer der Gemeinde waren Konkurrenz für die Älteren, die in der Kirchenhierarchie höher standen, etwa der Bischöfe. Konkurrenz in Bezug auf junge Mädchen. Die Älteren wollten die jungen Frauen heiraten. Sie fanden Wege, die jungen Männer für ein Fehlverhalten aus der Kirche auszuschließen, selbst wenn es kein Fehlverhalten war. Für Warren Jeffs ist es schwierig, Brands älteren Bruder Klain zu unterwerfen. Schon in der ersten Klasse war Klain widerspenstig. Er ließ sich nicht alles von Warren sagen oder gefallen. Warren wusste, dass Klain eine Bedrohung für ihn war. Warren Jeffs schließt den 13-jährigen Klain aus der Sekte aus. Brands Familie darf keinen Kontakt mehr mit Klain haben. Sie nannten es Heidenbeherbergung, wenn eine Familie jemanden, der aus der Sekte ausgeschlossen worden war, wieder aufnahm. Das war verboten. 10 Jahre, nachdem er die Sekte verlassen musste, stirbt Klains kleine Tochter. Sie starb den plötzlichen Kindstod. Mein Vater entschied, dass bei uns zu Hause eine kleine Trauerfeier mit Klains Familie stattfinden sollte. Wir hielten also im Garten die Trauerfeier für Klains Tochter ab. Warren hatte einige seiner Helfershelfer geschickt, die von einem Hügel aus mit Ferngläsern in unseren Garten spähten, um uns auf frischer Tat zu ertappen. Die Sektenführer beschuldigen Brands Vater Ward, Heiden beherbergt zu haben. Sie erklären Ward, dass sie seine Familie einem anderen Mann übergeben wollen. Für meinen Vater kam das absolut nicht in Frage. Er sagte, ich trete aus dieser Kirche aus und nehme meine Familie mit. Dagegen könnt ihr nichts unternehmen. Unsere ganze Familie wurde aus der Kirche ausgeschlossen und war von da an auf sich allein gestellt. Das Trainingskorps für aggressive christliche Mission führt Krieg gegen das Böse. Es gibt den Himmel und die Hölle. Viele bekennende Christen landen in der Hölle.
Und viele dumme Kinder werden dort für immer schmoren. Die Sekte befiehlt, Kinder zu schlagen, die laut oder ungehorsam sind. Die Greens befahlen dieses Verhalten, damit die Kinder härter würden. Es würde sie zu Kriegern machen und gleichzeitig spiritueller und gehorsamer. Je heftiger die Eltern ihre Kinder vor den Augen der Greens misshandelten, desto höher stieg deren Ansehen bei ihnen. Rebeccas Stiefvater Mike folgt blindlings jedem Befehl der Greens. Mein Stiefvater war den Greens total ergeben. Er hatte eine enge Beziehung zu Lila. Deshalb tat er alles, was sie verlangten. Er war wahrscheinlich der Gehorsamste in der Sekte. Ich erlebte mit, wie er meine Mutter beschimpfte, wie er sich gegen sie stellte und wie er sie schlecht behandelte, weil er den Greens hörig war. Einmal sagte Steve meiner Mutter, dass sie meinen jüngsten Bruder verprügeln sollte, weil er laut war. Ich musste mit ihm nach draußen gehen und ihm mit einem Ledergürtel auf dem bloßen Hintern schlagen, weil er, wie Kleinkinder es tun, während des Gottesdienstes gebrabbelt und Laute von sich gegeben hatte. Ich habe meine Kinder mit einem Gürtel geschlagen und hinterher habe ich geweint. Ich habe nicht sichtbar geweint, sondern innerlich, denn es gehörte zu meiner Überlebensstrategie, nicht zu weinen. Ich wurde Zeugin vieler Misshandlungen in der Gruppe. Ein Elternpaar drillte seinen Sohn, indem er 30 Minuten lang immer wieder aufstehen und sich hinsetzen musste. Er musste gehorchen, obwohl er erst 2,5 Jahre alt war. War er nicht gehorsam, wurde er geschlagen. Sie sperrten ihn tagelang im Keller ein und schoben ihm das Essen unter der Tür durch. Ein Gruppenmitglied schlug ihn mit einem Nagelbrett. Er schrie und betete immer wieder laut zu Gott, als er eingesperrt war. Aber keiner nahm von ihm Notiz. Ziel der Greens war es, dass Familien alle Beziehungen untereinander abbrechen sollten. Egal ob Mutter und Kind oder Mann und Frau. Wenn sie irgendwo eine Beziehung spürten, zerstörten sie sie. Die Führer der Mormonensekte verstoßen Brent Jeffs Familie, weil sie Heiden beherbergt hatte. Die Familie lebt noch auf dem ummauerten Sektengrundstück. In der folgenden Nacht schweißten Sektenmitglieder unser Tor zu dem Weg zu, der zur Kirche führt. Das war ein weiterer Schlag gegen uns. Ich war 15 Jahre alt und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte Angst, in die Hölle zu kommen, wenn ich die Sekte verließ. Ich wusste, ein kleines Missgeschick könnte mein Ende bedeuten und ich würde es nicht durchhalten. Brent verlässt lieber seine Familie als die Sekte. Er zieht zu einem Freund 650 Kilometer weiter südlich. Ich beschloss, nach Colorado City zu gehen und dort einen letzten Versuch zu unternehmen. Colorado City wurde von Sektenmitgliedern gegründet, um dort von der Außenwelt ungestört in Polygamie zu leben. Fast jeder in der Stadt gehört der fundamentalistischen Mormonensekte an. Die Stadt liegt an einem Berg. Es führen nur unbefestigte Straßen hin. Die Häuser sind teils noch im Rohbau, aber alles ist gut bewacht. Ein Fremder hat sofort Verfolger im Rücken.
Die Stadt wird gut bewacht, weil fast alle Bewohner der FLDS angehören und dort in Polygamie leben. Das ist illegal. Ich habe versucht, mich so gut wie möglich der Gemeinschaft anzupassen. Aber nach 9 Monaten wurde ich wegen des Verhaltens meiner Familie nicht länger in der Gemeinde geduldet. Ich musste in Warrens Büro kommen, wo er mir sagte, du kannst wegen deiner Familie nicht länger Mitglied der Kirche bleiben. Ich will, dass du gehst. Das war der Auslöser. Ich war der Sache müde und wollte mein Glück woanders suchen. Ich stand auf und sagte, ich bin mit dir und der Kirche fertig. Ich gehe. Das war die endgültige Entscheidung. Die Kirche konnte mir in keiner Hinsicht mehr etwas bieten. Ich musste also umkehren und sie verlassen. Mit der Behauptung, direkt mit Gott zu kommunizieren, bestimmen Lila und Jim Green das gesamte Leben ihrer Anhänger. Als Rebecca 17 wird, zwingen die Greens sie, das Sektenmitglied Mike zu heiraten. Die Greens ließen mich in ihr Haus kommen und sagten mir, Gott hätte befohlen, dass ich heiraten muss. Ich willigte ein, denn es kam ja von Gott. Ich sagte mir immer wieder, das sei in Ordnung, weil ich in den Himmel käme als Belohnung für all das, was ich auf Erden durchleide. Die Sektenführer verlangen und bekommen totalen Gehorsam von ihren Anhängern. Du denkst, du bist brav, hübsch, reizend, stark und mutig? Warte, bis ich mit dir fertig bin. Eines Tages kam Lila und sagte, Gott wird unsere Gruppe beurteilen und feststellen, dass es hier eine Person gibt, die wünscht, nicht mehr am Leben zu sein. Diese Person war meine Mutter. Ich wurde des spirituellen Ehebruchs beschuldigt, was bedeutete, dass ich jemand anderen als Gott an die erste Stelle in meinem Leben setzen würde. Und das wäre meine Familie. Ich würde meine Kinder vergöttern. Ich weinte nur und verstand nichts. Ich war völlig verwirrt, fühlte mich für vogelfrei erklärt und dachte, was passiert mit mir? Was passiert mit meiner Familie? Ich hatte große Angst. Lila verbannt Maura in einen Schuppen im Hof. Die Wände in dem ehemaligen Kinderspielhaus waren nicht isoliert. Sie durfte nichts außer Sandwiches mit Erdnussbutter essen und musste arbeiten, Holz hacken und die Wände der Häuser streichen. Sie verboten uns, mit ihr zu reden. Sie musste ein schwarzes Kopftuch tragen und wir mussten sie die Verlorene nennen. Sie machte jeden Morgen und Abend den Abwasch für 40 Leute. Sie musste immer arbeiten und hatte nicht einmal eine Dusche. Selbst im Winter duschte sie sich mit dem Gartenschlauch ab. Für mich als Kind war es hart zu sehen, was meine Mutter durchmachen musste. Als meine Mutter verbannt wurde, war ich mit meinem ersten Kind schwanger. Es brach mir das Herz, dass sie nicht an meiner Schwangerschaft teilhaben konnte. Ich sah meine Mutter im Garten arbeiten und wenn ich vorbeiging, durfte ich sie nicht ansehen. Das war am schlimmsten. Schließlich sagte mein Stiefvater zu meiner Mutter, sie sollte gehen. Ich hatte große Angst. Ich wollte zurück in die Armee Gottes. So war mein Denken noch programmiert. Lila Green stellt Maura im Schuppen zur Rede. Sie sagte, meine Zeit sei abgelaufen. Gott ließe mich nicht mehr in seine Armee zurück. Für mich gäbe es keine Hoffnung. Sie warf mich raus. Mit meinen Habseligkeiten in einem Karton musste ich gehen. Brent kehrt nach Salt Lake City zurück und zieht zu seinen älteren Brüdern, die mit dem Leben außerhalb der Sekte nur schwer zurechtkommen.
Mein ältester Bruder Clayne, mein Bruder Dave und zwei weitere Brüder wohnten in einem Apartment. Ich war bei meinen Eltern aus und bei ihnen eingezogen, um auf eigenen Füßen zu stehen, ohne dass mir jemand sagte, was ich zu tun und zu lassen hätte. Ich hatte es satt, dass mir jemand vorschrieb, wie ich mein Leben führen sollte. Ich wollte das nicht mehr. Mit 16 wohnte ich in einem Apartment, schlief im Schlafsack auf dem Fußboden und erlebte, wie meine Brüder Drogen nahmen. Auch ich machte Dummheiten. Ich trank und rauchte Marihuana und Ähnliches, um den Problemen und der Realität zu entfliehen. Wir versuchten, die Schmerzen zu vergessen, die uns zugefügt worden waren. Clayne verliert jeglichen Halt. Er wird heroinabhängig. Clayne war zutiefst verstört und er hatte große psychische Probleme. Sein Drogenkonsum wurde trotz eines Entzugs immer schlimmer. Nach dem Entzug wird Clayne sich eines dunklen Geheimnisses wieder bewusst. Clayne und ich unternahmen einen kleinen Angelausflug. Wir saßen am Ufer eines Flusses, als Clayne zu mir sagte: Ich muss dir etwas erzählen. Ich hörte schweigend und ungläubig, was ihm widerfahren war. Dass Clayne auch ein Opfer von Warren Jeffs war, der ihn ebenfalls vergewaltigt hatte, hat mich völlig umgehauen. Ich sagte zu ihm: Clayne, uns ist dasselbe passiert. Warren hat auch mich missbraucht. Wir weinten beide, während wir uns das erzählten. Dass auch sein kleiner Bruder Warren Jeffs zum Opfer gefallen war, hat ihn bis ins Mark getroffen. Ich sah es seinen Augen an. Wir saßen da und haben geweint, weil wir nicht glauben konnten, dass Warren so etwas mit uns beiden gemacht hatte. Eines Tages rief mich plötzlich seine Frau an und sagte weinend, dass Clayne sich erschossen hätte. Ich konnte es nicht fassen. Ich konnte nicht glauben, dass mein eigener Bruder, den ich innig geliebt und zu dem ich aufgesehen hatte, sich das Leben genommen hatte. Sechs Jahre waren Mora und ihre Familie Mitglieder einer militanten christlichen Sekte. Mora wurde von der Sekte ausgeschlossen, die nun versucht, die Familienbande zu zerstören. Sie wollten, dass ich einen Brief unterschreibe, in dem meine Mutter verleumdet wurde. Sie setzten ihn auf und ich unterschrieb, notariell beglaubigt. Ich musste das. Ihr Tun stand außer Frage und ich musste beweisen, dass ich ihnen gegenüber loyal war. Trotz ihres Loyalitätsbeweises zieht sich Rebecca nach der Geburt ihres zweiten Kindes den Zorn der Greens zu. Sie sagten mir, dass sie eine Woche krank waren und dass Gott ihnen gesagt hatte, ich hätte Schuld daran, weil ich meinen Sohn zu sehr liebte und ihn nicht genug gezüchtigt hätte. Ich verstand nicht, was sie damit meinten, denn er war ja noch ein Kleinkind. Ich konnte nicht nachvollziehen, was ich falsch gemacht hatte, denn kleine Kinder weinen normalerweise nur vor Hunger oder Müdigkeit. Sie nahmen mir meinen Sohn eine Woche lang weg und ließen ihn in einem dunklen Raum allein in einem Laufgitter. Eines Abends wusch Lila nach dem Abendessen in einem der Wohnwagen ab. Ich war nebenan im Bad, um mit meinem Sohn das aufs Töpfchen gehen zu üben. Als er leise wimmerte, kam Lila, sah mir in die Augen und sagte: Rebecca, ich versuche mich nicht einzumischen. Aber du fragst ihn jetzt nicht, ob er Prügel haben möchte. Du gibst sie ihm jetzt. Sie ging raus und schlug die Tür hinter sich zu. Ich verprügelte mein Kind, weil ich es musste. Alles in meinem Körper sperrte sich dagegen. Aber ich tat es, weil ich es musste. Ich musste meinen Gehorsam beweisen. Ich musste mein armes, kleines Kind mit einem Gürtel schlagen. Im Rückblick schäme ich mich sehr. Ich schäme mich außerordentlich. Ich versuchte, so sanft wie möglich zu schlagen. Ich wollte es nicht tun, aber
Ich musste es. Ich hielt erschrocken inne. Etwas machte Klick in meinem Kopf und ich sagte zu mir, das war's jetzt, ich habe genug. Ich kann mein Kind nicht weiter misshandeln. Sie können mich malträtieren, so viel sie wollen, aber mein Kind kann ich nicht misshandeln. Diese Entscheidung war so schmerzlich, aber ich musste sie treffen. Am selben Abend sagte ich Mike, dass ich gehen will. Warren Jeffs Kindesmissbrauch hat tragische Folgen. Brands Bruder Klain begeht Selbstmord. Doch er bleibt nicht das einzige Todesopfer. Auch mein älterer Bruder Dave starb an einer Überdosis. Vorher hatte ich noch von ihm erfahren, dass auch er, wie andere meiner Brüder, von Warren vergewaltigt worden war. Es bricht mir das Herz zu wissen, dass einer wie Warren unsere Familie auf diese Art zerstört hat. In meinem Innersten wusste ich, dass keiner außer mir imstande war, etwas dagegen zu unternehmen. Wer konnte sich gegen Warren stellen? Niemand. Ich war so voller Wut, dass ich mir vorkam wie ein Eisenbahnzug, der nicht zu stoppen war. Brent zeigt Warren Jeffs an, weil er ihn als Kind missbraucht hat. Das war mein Kampf gegen das Raubtier, das mir und meiner Familie so wehgetan hatte. Ich sagte mir, ich lasse dich, mich und meine Familie nicht länger quälen. Nach meiner Anzeige gegen Warren kamen meine beiden anderen Brüder zu mir und erzählten, dass Warren auch sie missbraucht hatte. Warren Jeffs hatte 5 Kinder aus Brands Familie vergewaltigt. Er erschien nicht vor Gericht. Er erschien auch nicht zu den Vernehmungen wegen der Anklage. Gegen ihn erging deshalb ein Urteil in Abwesenheit. Als nach meinem Prozess weitere gegen ihn angestrengt wurden, flüchtete er. Weil Rebecca ihr Kind nicht mehr misshandeln will, flüchtet sie aus der Sekte. Wir gingen mitten in der Nacht fort, nur mit einem Stoffbeutel mit unseren Habseligkeiten, einem 3 Monate alten Kind auf meinem Arm und einem 2-Jährigen an der Hand. Wir schlichen uns raus, stiegen in ein Taxi und weg waren wir. Mein Mann sah mich besorgt an. Ist alles okay? Denkst du vielleicht daran, wieder zurückzugehen? Geht es dir gut? Ich sagte, ich lasse alles hinter mir, was ich kenne. Und eine Menge wirklich guter Freunde. Und ich weiß, dass ich sie nie wiedersehen werde. In dem Moment hatte ich das Gefühl, ich käme in die Hölle. Ich würde Gott verlassen und jetzt zur Hölle fahren. Aber ich musste gehen, denn ich konnte nicht länger mit ansehen, wie meine Kinder misshandelt wurden. Das konnte ich nicht. Rebeccas Mutter Maura verklagt die Greens wegen ihrer Misshandlung. Die Greens erscheinen nicht zum Prozess. Maura erhält $1.020.000 zugesprochen. Die Greens haben das Geld nie bezahlt. Sie wollten mir nichts geben. Und deshalb legten sie ein paar Tage nach dem Urteil alles auf dem Grundstück in Trümmer. Die Sektenmitglieder mussten das Innere der Häuser zerstören, weil Gott gesagt hätte, dass sie heilig seien und nicht von Normalsterblichen angegriffen werden sollten. Wir haben nichts mit dem Vandalismus zu tun. Ich kann beweisen, dass wir öfter Opfer davon wurden. Die Greens haben nie ein Fehlverhalten zugegeben. Weil Gott ihnen befiehlt und weil Gott keine Fehler macht, können und werden sie ihre Schandtaten nie einräumen.
Ich bin dankbar, dass ich frei bin, dass ich nicht länger fürchten muss und dass ich jetzt ein Selbstwertgefühl habe und weiß, wer ich bin. Es tut mir sehr leid für meine Kinder, dass sie keine gute Kindheit hatten. Wenn ich in ihrer Nähe bin, spüre ich ihre gebrochenen Herzen. In ihrer Kindheit ist etwas in ihnen zerbrochen. Aber ich weiß auch, dass ich heute nichts mehr dagegen machen kann, denn ich kann das Leben nicht zurückdrehen. Lila und Jim Green führen immer noch das Trainingskorps für aggressive christliche Mission. Was als harmloses Gebetstreffen begann, endete damit, dass unser Leben total fremdbestimmt wurde. Die 10 Jahre in der Sekte haben bei Rebecca Narben hinterlassen. Man könnte fragen, warum ich nicht früher ausgestiegen bin, warum ich Angst davor hatte zu gehen. Das ist genau der Punkt. Angst. Angst, in die Hölle zu kommen. Angst davor, alles, was man kennt, aufzugeben und neu zu überdenken. Es fiel mir schwer, mich zu entscheiden, was ich essen oder was ich anziehen oder welche Frisur ich mir machen sollte. Ich wusste nicht, was ich tun und wie ich allein für mich denken sollte. Es war ein langer Prozess, vom hirnlosen Roboter zum selbstständig denkenden Menschen zu werden. Ich glaube, dass es einen Menschen, ob er es nun zugibt oder nicht, für den Rest seines Lebens belastet, weil der Schmerz nie vorbeigeht. Der Führer der Mormonensekte, Warren Jeffs, ist nach einer Anklage wegen Missbrauchs auf der Flucht. Er kam auf die Fahndungsliste des FBI der 10 meistgesuchten Verbrecher. Ich hatte das Gefühl, dass endlich alle Welt sieht, wer dieser Mann wirklich ist. Nach 2 Jahren Flucht wird Warren Jeffs bei einer Routineverkehrskontrolle gefasst. Das FBI findet bei ihm $54.000, 15 Mobiltelefone, Perücken und einen Polizeifunkscanner. Ich wurde aus Texas angerufen, ob ich im Prozess gegen Warren aussagen wollte. Ich dachte, Mann, endlich ist deine Stunde gekommen. Nie fühlte ich mich so legitimiert wie dort im Gerichtssaal, gegen Warren und für das, an das ich glaube, für meine beiden toten Brüder und alle, die nicht selbst sprechen konnten, aufzustehen. Kurz bevor ich in den Zeugenstand trat, bat Warren, aus dem Gerichtssaal in einen kleinen Raum nebenan gebracht zu werden. Er konnte der Person nicht ins Gesicht sehen, die von Anfang an widerspenstig gewesen war. Was für ein Feigling. Bei Prozessende fragt ein Wärter Brand, ob er Warren noch einmal treffen möchte. Ich sagte, soll das ein Scherz sein? Er meinte, er kommt gleich mit dem Fahrstuhl runter. Und siehe da, gerade wollten wir uns setzen, da gingen die Fahrstuhltüren auf und Warren stand an Händen und Füßen gefesselt und mit gesenktem Kopf da. Sie brachten ihn direkt zu mir. Da war ich wieder der 5-jährige Junge. Ich blickte ihm in die Augen und sagte, Warren, du hast bekommen, was du verdienst. Er sah mir ebenfalls in die Augen und senkte den Kopf. Dann brachten sie ihn weg. Ich kann gar nicht sagen, wie gut ich mich dabei fühlte. Ich kam mir 3 Meter groß vor. Warren Jeffs wird zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe wegen Vergewaltigung 2 Mädchen verurteilt. Ein Gnadengesuch kann er nicht vor seinem 100. Geburtstag einreichen. Es war unglaublich, dort zu sitzen und das Urteil zu hören. Es kam mir vor, als fiele eine Last von Millionen Kilo von mir ab. Er hatte keine Macht mehr. Alles war ihm genommen worden. Dieser Mann ist eine böse, korrupte, machthungrige Person, die hinter Gitter gehört.
Schlafentzug ist eine Art Gehirnwäsche, denn dadurch ist man zu müde, um zu denken. Rebecca und Maura arbeiten von früh bis spät im Bilderrahmengeschäft der Greens. Damit verdienten die Greens ihr Geld und wir konnten überleben. Wir mussten Miete zahlen, 10% des Gehalts abgeben und Lebensmittel kaufen, sodass die Greens das meiste des von ihnen gezahlten Lohnes zurückbekamen. Uns wurde vorgeschrieben, wann wir aufzustehen und was wir zu essen hatten. Wir lebten, aßen und arbeiteten zusammen. Es gab kein Fernsehen. Alle kleinen Vergnügungen des Lebens waren uns verboten. Dadurch sollten wir Gott näher kommen und frommer und soldatischer werden. Ich dachte nie daran, wegzugehen oder gar zu flüchten. Denn ich hatte Angst, dass ich, wenn ich das tue, in die Hölle komme. Uns wurde eingetrichtert, nicht selbst zu denken und jeden Gedanken an etwas, das den Greens missfallen könnte, beiseite zu schieben. Wenn man schließlich nicht mehr selbst denken kann, ist es leicht, einen zu beherrschen und unter Druck zu setzen. Mit subtiler Gehirnwäsche und durch das Brechen ihres Willens bekommt man Menschen so weit, dass sie bei allem blindlings gehorchen. Der Führer der Mormonensekte, Warren Jeffs, hat über 60 Frauen. Ihr dürft nie den Gedanken zulassen, dass eure Ehemänner euch untreu sind, wenn sie mit anderen Frauen zusammenleben oder ihre Zeit mit anderen verbringen. Wenn sie das tun, dann haben sie ein Recht dazu, das ihr nicht in Frage stellen dürft. Warren Jeffs regiert mit harter Hand. Jungen dürfen Mädchen nicht zu nahe kommen. Jungen müssen Mädchen und Mädchen müssen Jungen in Ruhe lassen. Es ist Sünde, auch nur über Freundinnen oder Freunde zu sprechen. Die jungen Männer der Gemeinde waren Konkurrenz für die Älteren, die in der Kirchenhierarchie höher standen, etwa der Bischöfe. Konkurrenz in Bezug auf junge Mädchen. Die Älteren wollten die jungen Frauen heiraten. Sie fanden Wege, die jungen Männer für ein Fehlverhalten aus der Kirche auszuschließen, selbst wenn es kein Fehlverhalten war. Für Warren Jeffs ist es schwierig, Brands älteren Bruder Clay zu unterwerfen. Schon in der ersten Klasse war Klein widerspenstig. Er ließ sich nicht alles von Warren sagen oder gefallen. Warren wusste, dass Klein eine Bedrohung für ihn war. Warren Jeffs schließt den 13-jährigen Klein aus der Sekte aus. Brands Familie darf keinen Kontakt mehr mit Klein haben. Sie nannten es Heidenbeherbergung, wenn eine Familie jemanden, der aus der Sekte ausgeschlossen worden war, wieder aufnahm. Das war verboten. 10 Jahre, nachdem er die Sekte verlassen musste, stirbt Clains kleine Tochter. Vergewaltigte er mich. Mir war so, als würde mir jemand mit einem Messer in den Leib stechen. Es waren die furchtbarsten Schmerzen der Welt. Gott hasst mich, er will nichts mit mir zu tun haben und wirft mich auf den Müll. So fühlte ich mich als 5-jähriger Junge. Alles war mir völlig unverständlich und unbegreiflich. Nach dem schrecklichen Ereignis nahm er mich an die Hand und brachte mich wieder in den Raum, wo die anderen Kinder spielten. Ich ging rein und setzte mich hin und konnte dieses furchtbare Erlebnis nicht verstehen. Als ich nach diesem Vorfall wieder im Raum mit den Kindern war, saß ich nur schmerzerfüllt und zitternd da. Ich sagte nichts und behielt es für mich. Ich wollte am liebsten zu Mama und Papa laufen, besonders zu Mama. Aber ich konnte nicht. Ich hatte eine überwältigende Angst in mir, die alles beherrschte. Ich hatte Angst vor Gott, dass ich in die Hölle käme. Ich schämte mich so sehr, dass ich nicht einmal daran dachte, mit meinen Brüdern darüber zu sprechen.
Die Furcht, dass Warren Jeffs wieder zu mir käme, quälte mich jeden Tag. Wenn er in der Nähe war, fühlte ich mich nicht sicher, sondern total schutzlos. Warren Jeffs tat mir oft während der Sonntagsgottesdienste Gewalt an. Es passierte immer wieder. Alle Eltern vertrauten diesem mächtigen Mann, der eine Schule mit vielen Kindern leitete. Doch hinter verschlossenen Türen war er ein Raubtier, das die Kinder vergewaltigte. Und niemand wusste etwas davon. Die Sekte benennt sich um in Trainingskorps für aggressive christliche Mission. Wir waren die Armee Gottes. Soldaten, die wachsam gegenüber allen Gefühlen waren. Ihr meint, ihr könnt das verachten, womit Gott euch zu eurem Schutz bekleidet hat, weil ihr so einfältig und dumm seid. Die Greens waren groß darin, Dämonen auszutreiben. Dazu legten sie einem die Hand auf den Kopf und forderten den Dämon im Namen Jesu Christi auf, herauszukommen. Ich erinnere mich, dass ich nichts fühlte, als sie es das erste Mal bei mir machten. Ich saß da und Lila schrie mir aus voller Kehle betend ins Ohr. Meine Ohren klingelten und ihre schweißnasse Hand lag auf meiner Stirn. Sie warf meinen Kopf hin und her, als wollte sie den Teufel herausschütteln. Die Greens manipulierten ihre Anhänger mit Schlafentzug. Wir mussten morgens um 5 Uhr antreten und eine Stunde lang beten und Bibellesungen anhören, bevor es zur Arbeit ging. Mitten in der Nacht mussten wir aufstehen und eine Stunde beten. Das nannten sie Wachdienst. Man fragt nicht, man macht es, egal wie erschöpft man ist. Ganz gleich, wie groß der Schlafmangel war, man durfte nicht außer der Reihe schlafen. Ich wollte es nicht tun, aber ich musste es. Ich war die ganze Nacht wie erstarrt und konnte mich nicht bewegen. Vor lauter Angst und Schrecken wusste ich nicht, was los ist. Die Tür öffnete sich langsam und Warren Jeffs kam leise, ohne ein Wort zu sagen, herein. Er führte mich den Flur entlang ins Badezimmer. Dann sagte er zu mir, es ist Gottes Wille und Werk und was geschieht, bleibt zwischen mir, dir und Gott. Salt Lake City, Hauptsitz der Mormonen und der Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kurz FLDS, Fundamentalistische Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Diese Sekte spaltete sich von den Mormonen ab, um weiterhin die Polygamie betreiben zu können. Ich wuchs in einer FLDS-Gemeinde auf. Mein Vater hatte 3 Frauen und insgesamt 20 Kinder. Eine ziemlich verrückte Lebensweise, aber da ich damit aufwuchs, war sie für mich normal. Mein Großvater war der Prophet der Kirche. Der Prophet Drulan Jeffs übt die totale Kontrolle über seine Anhänger aus. Er behauptet, dass Gott durch ihn spreche. Der Prophet galt in der FLDS-Gemeinde als Sprachrohr Gottes. Alles, was er sagte und tat, drückte Gottes Willen aus. Rulon Jeffs schottet seine Familie auf dem Grundstück hermetisch ab. Mein Großvater hatte eine riesige Betonmauer um das ganze Grundstück gezogen, auf dem sein Haus, die Schule und die Häuser meines Vaters und seiner beiden Brüder standen, um uns von der Außenwelt zu isolieren. Mit Drohungen werden die Auserwählten der Sekte diszipliniert.
Wir mussten vor allem totalen Gehorsam und Hingabe lernen. Zeigte man die nicht oder folgte man nicht allen Anordnungen, wurde man im schlimmsten Fall zum Abtrünnigen und Feind der Kirche erklärt, der am Ende in der Hölle schmorte. Nur das wurde uns beigebracht. Durch diese Gehirnwäsche glaubten wir, dass dies das wahre Leben sei. Es gab nur schwarz oder weiß. Entweder man lebte so oder man lebte gar nicht. Die FLDS ist eine Sekte, weil sie einem Menschen die Selbstbestimmung über sein Leben nimmt und seinen freien Willen. Als Rulon Jeffs erkrankt, übernimmt sein Sohn Warren die Führung der Sekte. Brains Onkel Warren leitet nun auch die Sonntagsgottesdienste. Im Himmel haben die Männer nicht nur eine Frau. Liebesbombardement. Wenn neue Mitglieder in die Gruppe kamen, taten alle so, als seien sie glücklich. Alles ist toll, alle sind ihnen zugewandt, alle lächeln sich an. Wenn sie dann später etablierte Mitglieder waren, änderte sich die Lage. Die Greens wurden fordernder und stellten die Glaubensfestigkeit der Leute auf die Probe. Uns wurde gesagt, wenn ihr geht, wird Gottes Zorn euch doppelt treffen. Alle Zweifel und alle eigenen Gedanken wurden uns ausgetrieben. Alle denken, du bist dieses oder jenes. Wen interessiert, was alle denken? Uns sollte interessieren, was Gott der Allmächtige denkt. Er will nicht, dass Frauen die Huren aussehen und ihre Hintern allen Männern zeigen. Und das auch noch für spirituell halten. Natürlich hatte ich Zweifel. Jeder, der klar bei Verstand ist, zweifelt. Aber ich hatte Angst vor diesen Zweifeln, weil mir gesagt wurde, dass Zweifel des Teufels sind. Man ist dabei oder man ist außen vor. Das war die Botschaft, die die Greens allen vermittelt haben. Man ist hundertprozentig dabei oder man ist außen vor. Die Greens benutzen Isolation als Instrument zur Gehirnwäsche. Mein Leben spielte sich drinnen ab. Ich hatte keine Außenkontakte und konnte niemanden anrufen, der nicht zur Gruppe gehörte. Ich hatte keine Beziehungen nach außen. Ich war von allen abgeschnitten. Ich kannte nur die Gruppe. Wir durften nicht mit unseren Familien sprechen, nicht Fernsehen, nicht Radio hören, nicht Zeitung lesen. Sie hatten uns total unter Kontrolle. Dies ist die Stunde, in der die Wahrheit die Hölle aus uns herausbrennt. Mit Gott spielt man nicht. Lila zeigte auf Steve und sagte, in dir ist der Dämon der Rebellion. Steve guckte sie fragend an. Wirklich? Sie ging zu ihm, legte ihm die Hand auf den Kopf und sagte, im Namen Jesu Christi treibe ich den Dämon der Rebellion aus. Mein Mann wand sich daraufhin auf dem Boden wie eine Schlange. Sie hatte Unrecht. Mein Mann stand hundertprozentig hinter ihnen. Er wurde zu ihrem besten Gefolgsmann. Er begann zu winseln, zu weinen, zu fluchen und um sich zu treten. Ich erinnere mich, dass ich damals als Kind seinen Arm festhalten musste. Die anderen Kinder halfen mit, ihn während der Teufelsaustreibung niederzuhalten. Der Prophet der Mormonensekte FLDS steht allein mit seinem 5-jährigen Neffen im Badezimmer im Keller. Während Warren begann, meine Hosen herunterzuziehen und mich aufforderte, mich hinzuknien, stellte ich keine Fragen. Er zog seine Hosen auch aus. Wenn sie verheiratet sind, dann haben sie viele Frauen. Auf diese Weise werden Männer zu Göttern.
und ihre Frauen werden zu himmlischen Müttern. Während des Gottesdienstes spielen die Kinder im Keller. Als ich dort mit den Kindern spielte, war alles wie immer. Nichts war ungewöhnlich. Dann öffnete sich langsam die Tür und Warren Jeffs kam leise, ohne ein Wort zu sagen, herein. Er nahm meine Hand und führte mich leise den Flur entlang ins Badezimmer. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Im Bad schloss er die Tür leise hinter uns. Und er sprach zu mir in einer Weise, die ich als 5- oder 6-jähriger Junge nicht verstand. Er sagte, es ist Gottes Wille und Werk. Und was geschieht, bleibt zwischen mir, dir und Gott. Wenn du irgendjemandem irgendetwas erzählst, verstößt du Gott und wirst in der Hölle brennen. Mein Herz stand still. In Sacramento wird eine christliche Sekte mit Namen Free Love Ministries, Dienste der freien Liebe, gegründet. Mora und ihr Mann Steve treten mit ihrer 12-jährigen Tochter Rebecca der Gruppe bei. Meine Mutter war immer eine Suchende. Sie wollte immer die Wahrheit wissen. Ihre Persönlichkeit ist derart, dass sie immer mehr wissen möchte. Ich wollte immer wissen, was das Leben antreibt. Warum sind wir hier? Was ist unser Daseinszweck? Was ist mein Daseinszweck? Wir zogen nach Sacramento, weil Gott uns gerufen hatte und wir ihm folgen mussten. Jim und Lila Green führen die Sekte. Die Greens hatten ein Grundstück, das wir alle bezogen. Wenn man zur Sekte gehören wollte, musste man auf das Grundstück ziehen, auf dem 3 Häuser standen. Das Hauptthema der Predigten von Jim und Lila war immer der Krieg. Und zwar der spirituelle Krieg, gut gegen böse. Lila sagte, dass Gott ihnen befohlen hatte, eine Armee aufzustellen. Gott wollte auch, dass wir Uniformen tragen, also kauften sie Khaki-Röcke und Hemden. Gott will den Krieg. Der Krieg ist von Gott. Wenn man sagt, das sei entsetzlich militant, Gott ist ein militanter Gott. Beim gemeinsamen Gebet sagte Jim, der Herr habe befohlen, dass wir Dienstränge haben müssten und dass Gott ihn zum General bestimmt hätte. Sie hat die Gabe der Prophetie. Wir Evangelisten können nur auslegen, was Gott unserer Meinung nach sagt. Das letzte Urteil im Leben eines jeden liegt in Gottes Hand. Wir glaubten, Gottes Endzeitarmee zu sein, die die wichtige Aufgabe hätte, den Menschen zu sagen, dass sie bereuen müssten, weil sie schlecht sind. Um Novizen von Gottes Armee zu überzeugen, nutzt die Sekte das sogenannte